vornherein mit ihm vereint. 90 Minuten waren hart umkämpft, leidenschaftlich und emotional. Der VfB war in der Halbzeit 2 die klar bessere Mannschaft, verpasste es jedoch, das zweite Tor zu erzielen. Beide Treffer fielen in Hälfte 1. Ziad Salihovic brachte Hoffenheim in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Harnik konnte in der 34. für den VfB ausgleichen. Unrühmlicher Höhepunkt, eine umstrittene rote Karte für den Hoffenheimer Forsar, der das Team in Hälfte 1 schon entscheidend schwächte. Oliver Frick, Stuttgart. Preko gola, 13-7 rezultat, to je dosta dugo, stoji tih 6 razlike, Zagreb je na početku napravio svoje, u 10. minuti bilo je 7-1, dakle, tu je otvorena ta razlika i ovo dalje svoje, mislim da je...